Hallo und herzlich willkommen in der FDF Garage zu einem neuen Video. Wir sind gar nicht in der FDF Garage. Und wenn ich euch jetzt sage, wer hinter der Kamera ist, dann wird es für euch sehr einfach. Ausnahmsweise Sven. Hallo. Worum geht's heute? Es geht um mein Auto. Aber es ist nicht jedermanns Sache. Panda, 100 HP, ein bisschen mitgenommen. Ich habe ihn jetzt auch nicht aufbereitet oder so. Mit Hagelschaden. Was wir auch leider, wobei das sieht eigentlich gut aus, drauf haben, Baketta-Felgen. Die Felgen gehören eigentlich nicht auf diesem Auto. Die Panda 100 HP, diese typischen. Blende ich euch mal einmal ein, wie das Auto eigentlich aussieht mit den Felgen. Und wunderschönen Grau. Genauso wollte ich dieses Fahrzeug haben. Weil ich finde das Konzept Panda geil. Oder eigentlich der Name Panda. Die automobile Geschichte, die dahinter steht. Panda. Und das Fiat auch mal dahergegangen ist, hat gesagt, pass mal auf, wir bauen einen neuen Panda. Aber wir machen mal einen mit 100 PS. Ein 1,4er Sauger. Und das ist natürlich ein Auto, was für mich genau das Richtige ist. Du nimmst eigentlich ein Auto, was so keiner so richtig auf dem Schirm hat. Verschönerst du ein bisschen, machst ein bisschen auf breit, auf dicke Hose. Machst da einen Motor rein, wo man, ich würde jetzt nicht sagen, wo von Übermotorisierung reden würde, aber auf jeden Fall das Auto gut bewegt, wo keiner mit rechnet, dass da 100 PS drin schlummern. Machst eine coole Farbe drauf, fertig. Das ist genauso meins. Und das Auto wollte ich haben, habe ich die ganze Zeit gesucht. Und er musste grau sein. Sven, ich habe ein halbes Jahr nach diesem Auto gesucht. Und dann habe ich irgendwann bei eBay Kleinanzeigen so eine Anzeigesuche gemacht, so richtig. Suche Panda 100 HP. Es hat sich so lange keiner drauf gemeldet auf diese Anzeige, um mal zu schreiben, hey, hier, ich habe einen. Dann kamen so Leute, die mir so geschrieben haben, aus dem Nichts so, ich habe einen, aber den kannst du dir eh nicht leisten. Wo ich mir so gedacht habe, ey, was soll das? Ja, genau so, hä? Ne? Und dann, okay, danke, habe ich dann. Und dann, ja, willst du nicht den Preis wissen? Ja, aber wenn du mir das so sagst, ne? Und dann schicken die mir Fotos, die Dinger sehen auch geil aus und dann so, 8 Mille. Nein. Auf jeden Fall habe ich die Hoffnung aufgegeben. Ich habe hier dann so ein bisschen aus, nicht Verzweiflung, aber habe ich gesagt, weißt du was, komm, ich baue so einen Corsa B, 2 Liter 16V, easy peasy. Und dann, als ich mit dem Projekt vom Corsa angefangen hatte, ich hatte vergessen, die Anzeige zu löschen, hat sich einer gemeldet. Panda 100 AP, die Farbe, 160 gelaufen, Panoramadach, bla bla blub, fairer Kurs, gekauft. Keine zwei Wochen später hat mir einer den hier angeboten. Mit Hagelschaden, hast du nicht gesehen. Den anderen hatte ich schon aufbereitet, wollte ich im Video zeigen. Habe ich beide gekauft, weil beide waren eigentlich recht gut. Und der, ob ihr es mir glaubt oder nicht, tat mir ein bisschen leid. Weil Hagelschaden, so wie er hier steht, so habe richtig so Gefühle entwickelt. Also habe ich den besseren wieder verkauft und mich entschieden, ihn zu beiden. Weil ich glaube, der andere wird eh ein gutes Leben haben, weil er einfach im guten Zustand von der Ausstattung nochmal einen Ticken besser war mit dem Panoramadach. Glaube ich, wird er eh ein gutes Leben haben. Und ich glaube, wenn man so ein Auto nicht rettet, ich glaube, sowas wird dann ins Winterauto und dann irgendwann wird es ein schlimmes Ende haben. Deswegen habe ich mich zu entschieden, ihn zu behalten. Und da legen wir jetzt los. Wie gesagt, wir sind hier jetzt nicht umsonst in Dortmund. Als ich Marco davon erzählt habe, sagte, hey geil, wollte ich auch schon immer haben und wollte ich auch mal mitfahren. Ich weiß nicht, wo er gerade ist. Der ist einfach weg. Der wollte eigentlich dazukommen. Dann holen wir den mal. Und wir fahren mal beide damit. Ich bin schon ein paar Kilometer mit dem Auto gefahren. Spoiler mal ein bisschen. Bin stark davon überzeugt. Ich finde das Auto ultra affengeil. Wie gesagt, der ist jetzt noch nicht aufbereitet und nichts. Aber ich bin gespannt, was der Marco dazu sagt. Ich denke mal, du fährst, weiß ja nicht, ob du mitfährst. Ich schwing mich hinten rein. Ja, ist auf jeden Fall genug Platz. Ja. Oder auch nicht. Und dann bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, auch zu dem Auto. Und wir werden natürlich gucken, was das Ding auf den Prüfstand bringt. Let's go. Oh, Junge. Oh, der Sitz hat auch schon bessere Teile gehabt, ne? Und ich bin damit noch gar nicht gefahren, ne? Wo du wieder meckerst. Ich mecker doch gar nicht. Du sagst immer, du machst die Sitze kaputt. Ja, und du so reinschwingst. Ja geil, 100 HP, sag ich immer. Hallo. Wie heißt es auf Italienisch? 100 HP. 100 HP. Könnte man sagen. Evolution, ne? Also Giuliano, bevor wir losfahren, ich bin dir über jeden Zentimeter, den du noch nach vorne gehen kannst, dankbar hier. Alter! Und das ist doch ein Fünftürer, ne? Ja, eigentlich ja, weil es ist ein Panda. Oh, jawohl. Da sind wir, jetzt hast du mal richtig Platz gemacht. Ja, jetzt habe ich richtig Platz. Der arme Giuliano, ich weiß nicht, ob man das sieht, Alter. Ich hoffe, der Anschnaller reicht jetzt, weil der muss so weit nach hinten. Also eins muss man direkt sagen, das ist echt ein Zweitfahrzeug. Ne? Das ist ein Panda. Ich fand die früher zu Autohändlerzeiten affengeil. Echt? Ja, immer. Und damals, ich weiß nicht, ob du über Preise gesprochen hast bei dem Auto. Ja, unter 2 Mille habe ich ihn bezahlt. Ja gut, der ist aber auch von außen Zwiefer Himmel, ne? Der ist allgemein. Der stand jetzt lange und merkst du die Bremse, die ist ein bisschen. Ich find's geil, dass du gleich zwei davon hattest. Geil, ne? Du bist ja schon so ein Auto jetzt öfter gefahren, ne? Ja, 1000 Kilometer ungefähr. Wie würdest du das beschreiben? Ich finde das Auto oberaffengeil. Von dem Konzept
und allem richtig, richtig ultra. Ich glaube natürlich jetzt mit der Zuladung hier, mit der maximalen Zuladung, die wir erreicht haben, mit mir schon alleine hier vorne, schon überschritten, ne? Ja, wird das Auto natürlich nicht so viel Zunder haben, glaube ich. Ja. Aber wenn du damit alleine fährst und wie du das um die Ecke werfen kannst, total geil. Ist hier alles serienmäßig dran? Felge, Fahrwerk? Nee, Felgen haben wir bei Ketterfelgen drauf, aber sonst ist alles Serie. Ist es da ein 4er, ein 6er? Genau, ein 4er, 16 Versorger. 100 PS. Mit 100, genau, 100 HP, 100 PS, 6-Gang. Da habe ich gesehen, fand ich gerade schon geil. Schaltknauf macht, wenn du in so einen Panda einsteigst, macht das schon mal erstmal Eindruck, dass sie hier 6 Gänge hast. Also das macht auf jeden Fall schon mal Eindruck. Macht Eindruck, aber ich finde leider auch zu lang. Weil du kannst mit dem Auto ausgerechnet, habe ich mir das mal grob 240 fahren. Das machst du mit so einem Panda einfach nicht. Also mein erster Eindruck ist positiv überrascht. Glaub mir, ja, ich glaube, der zweite Eindruck wird auch positiv, weil dieses Auto wirklich einfach vom Konzept her so geil ist. Also das sieht, also ich liebe ja, wenn sich einfach Automobilhersteller so viel trauen und einfach sagen, ey, pass auf, wir haben hier einen Panda, aber wir knallen mal dann einen 4er Sauger mit 100 PS rein. Ich hätte einen roten genommen. Ja, weiß ich. Ich finde roten. Du hast mir sogar so gesehen ein Angebot über deine Community. Genau, da hat mir einer den 100 HP angeboten. Da habe ich gesagt, ey, geiles Auto. Ich weiß, dass der Giuliano einsucht. Das ist jetzt schon 2-3 Monate her. Ich will ja nicht zu viel verraten, aber ich weiß ja, was passiert. Und ich beneide dich sehr darum. Ich freue mich auch wirklich darauf und habe auch schon mein Kaufinteresse angezeigt. Ne? Ja, hast du schon gesagt. Ich würde den kaufen. Ich glaube, die Idee ist einfach faszinierend. Wie gesagt, ich wollte das immer haben, aber ich weiß, bei mir in der Firma kann sich für dieses Auto keiner begeistern. Keiner. Nein? Mit Sicherheit nicht. Sven, ganz ehrlich, 190er dafür hergeben? Nee. Und ich glaube, bei uns in der Firma wäre jetzt keiner, zum Beispiel, wo ich sagen würde, ey, außer ich, der da Spaß dran hätte. Ich glaube, Nadine wird das auch nicht gut finden. Obwohl, die sagt, so eine kleine Knutschkugel erinnert ja an den Ursprungspanda. Genau. Der Ursprungspanda hatte Klappstühle. Der hatte keine Ausstattung. Da gab es mal eine Luxusausstattung oder Feier. Den gab es als Tausender Feier. Mit 45 PS, glaube ich, oder 55 PS hatte der dann. Das war cool. Aber hier hast du eine Klimaanlage, hier hast du Sportsitze, hier hast du eine Servolenkung, gute Funktionslenkrad, 6-Gang-Getriebe. Also, ist schon eine geile... Wie sagt man, jetzt komme ich, Hommage an den Fiat Panda. Ich kenne gar nicht das Wort, aber... Doch, hast du richtig gesagt. Das ist ja auch nicht mein Kanal, da komme ich da kriege ich es gerade raus. Dieses Auto bist du aber noch nicht gefahren, du kennst nur deinen eigenen. Ich kenne nur den, wie gesagt, der jetzt schon verkauft ist, ne? Der ist ja schon weg. Kaufst du die Autos eigentlich auch so wie ich, alle blind? Die tatsächlich, ja, da kamen nur Bilder und dann habe ich gesagt, ja komm, der Preis hat gepasst, unter 2 Mille, Panda 100 HP brauchen wir nichts so machen, nein. Kannst du auch nicht viel erwarten. Die habe ich tatsächlich beide blind gekauft, habe ich, aber ich bin eh zu gutgläubig. Also ich freue mich, dass du mich damit mal fahren lässt. Bin positiv überrascht. Wie gesagt, ich finde es hier weder eng drin. Ich sitze natürlich jetzt in einer normalen Position. Hinter mir kann wahrscheinlich keiner sitzen. Wirklich cooles Teil. Ich bin mal gespannt. Ich sage, das ist meine Vermutung, dass hier nichts passiert. Ich drücke hier auch mal direkt den Sportknopf, was auch immer. Oh, Lenkung wird anders. Ja, Lenkung wird anders. Lenkung wird, habe ich sofort gemerkt, mit dem Knopfdruck. Hier unten links leuchtet auch irgendwo eine kleine Sporlampe. Sport. Und Gaspedal. Kennlinie verändert sich. Ich glaube auch, dass du... Natürlich bist du auch stark verwöhnt. Überstark verwöhnt. Genau. Oh. Jetzt, du sagst, passiert nicht viel, aber ich finde, vor allen Dingen will der richtig, der schreit nach Drehzahl. Der hat richtig Bock auf Drehzahl. Was ich gerade krass finde, für unter 2000 Euro, natürlich hat er einen Hagelschaden, ja, aber technisch scheint hier nichts dran zu sein. Alle Gänge funktionieren, ich merke jetzt nicht irgendwie, dass hier irgendwas ausgelöst, die Bremse machen Geräusche, ja, weil wir noch Belag drauf haben, weil das Auto ja auch im Anhänger gebracht wurde. Aber krass, ich dachte jetzt, du sagst, boah, da passiert nicht viel. Und ich muss mir vormachen, wir sind hier alle stark übergewichtig, na gut, nicht alle, aber zumindest ich und Giuliano, wir haben das Auto voll beladen, was erwartest du von 100 PS? Aber er macht's. Er liefert gut und er vermittelt auch ein wenig Sportlichkeit mit seinem Sound, finde ja, ich. Der ja, der Sound ist krass und der andere hört sich auch an. Aber du sagst, du kannst mal richtig... So, wir haben immer noch nicht 120 drauf, die wir hier fahren dürfen. Also,
Der Tacho macht nichts. Also das braucht von 0 auf 100 wahrscheinlich auch sehr lange. Ja. Ich habe jetzt gerade, ich denke jetzt auf an unserem Kanal, an den Uno Turbo, den wir gefahren sind. Ja, Sven. Ciao. Ciao, wirklich ciao. Kein Vergleich. Aber eine Sportlichkeit vermittelt dir dieses Auto. Man redet ja mal über Emotionen. Das vermittelt hat der. Hammer, ne? Möhre. Das ist ja das, warum ich das so feier. Das ist so richtig so 100 HP. Junge, ja, ich fahre 100 HP. Ich hab 100 HP. Der hat so ein schönes schreiendes Ansauggeräusch. So ein bisschen abblubbern vom Auspuff hört man. Hast du die Gänge? Die Schaltung. Aber das kann Fiat ja gut, ne? Ja, das stimmt. Da kannst du, egal wie ausgenullt das sein könnte, da reißt du den Schalthebel raus und das macht er einfach, ne? Aber dein Popometer, was sagst du gleich auf dem Prüfstand? Ich sag, der hat 100 PS. Hat der 100 PS? Ja, ich sag, der hat 100 PS. Bin ich mal gespannt. Die Übersetzung, die unteren Gänge sind recht kurz. Genau, und dann wird er lang. Ich hatte ja, wie gesagt, hab den anderen ja auf der Bahn auch bewegt und hab auch mal bis 180 durchgezogen. Ich muss sagen, wird auch ungemütlich, so ein Auto. Du merkst, dass du dann doch tatsächlich im Panda sitzt. Ne? Das ist dann doch schon, wo ich denke, boah. Aber ich hatte mal eine freie Bahn, hab's mal versucht, hab mal 4, 5 mal so auch festgehalten. Und glaub mir, es macht trotzdem unnormal Spaß. Und du bewegst das Auto, wenn du Bock hast, mit unter 7 Liter habe ich schon bewegt. Also ich hätte es nicht erwartet, dass der so viel Fahrspaß vermittelt. Doch, und wenn du alleine drin sitzt und du fährst mal damit um die Ecken, hier gerade Bergisches Land und so, glaub mir, du denkst dir, wie geil. Und es ist alles noch Serie- und Winterbereifung drauf. Ich meine, wir haben jetzt nicht in der Kurvengas gemacht. Aber ich glaube, ordentliches Fahrwerk, ein paar gute Reifen und du hast ein wirklich geiles Auto und meiner Meinung nach wird das auf jeden Fall ein Klassiker. Man muss das halt wollen. Das muss auf jeden Fall. Und ich würde das auch gut finden. Du musst auf diese automobile Randgruppe stehen. Ich denke mir immer so manchmal, boah, ich bin glaube ich der Einzige, der auf sowas steht und will es kaum aussprechen. Dann erzähle ich dir das und dann sagst du, boah, finde ich auch geil. Und dann denke ich mir, ah ja, wir sind auf einer Welle. Aber mich würde echt interessieren, ob wir wirklich, was sagst du denn, gib mal einen Tipp ab. Ich sag 103 PS und 130 Newton. 130 Newton und 109 PS. 109 sagst du? Ich sag 109. Sven? Ich sag jetzt mal 98. Du bleibst unter 100? Ja, ich sag unter 100. Das wird aber dem Namen nicht gerecht. Vielleicht haben wir auch keine 100. Wir fahren mal eben fix, würde ich sagen, auf den Prüfstand, ne? Wir haben ja das Glück, dass wir eben drauf gucken können. Ne? Zack. Ist cool, Marco sagt, ey, mach doch einfach selber, ist dein Auto. Geile Aktion, ne? Also bremsen wir den mal runter. Wir haben ihn jetzt, also warm ist er, wir sind ja gefahren. Ja? So, jetzt gehen wir direkt mal, so wie der Marco sagt, in die Messung. Oh, das war ein bisschen sehr früh. Vollgas, 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 Vollgas. Dreht lang. Ich weiß gar nicht, wo der Bremser ist. Aber 6,5. Was los? 6,5 Steine. Ich habe jetzt nicht geguckt, was die Leistung, Radleistung sagt, weil ich so konzentriert war. Ich glaube, ich bin mir sicher, auf welchem die Grenzer waren. Die sind knapp über 60 PS Radleistung. Oh, das wird aber knapp mit den 100 PS. Ah, mal gucken. Ich drücke die Daumen für den kleinen Panda. Ja. 101 PS, ganz genau 127 Newton. Da macht der Sound genau 100 PS. 101 und 127 Newton. Also hast du bis 6,6 gedreht? Ja, bis 6,6 ungefähr habe ich gedreht. Oh, boah, der hat echt weit hinten die höchste Leistung, ne? Ja, habe ich auch gehört. Aber Radleistung, so wie sich das anfühlt, sieht man, fällt dann wieder ab. Ja. Tut mir gefallen, ich mache dir noch einen Lauf. Ja. Weil manchmal brauchen Autos so ein bisschen wilde Sachen. Ah, okay. Zieh mal jetzt hast du Zeit, zieh mal einfach alles in Warmlauf. Reiß mal alle Gänge richtig durch mit dem Ding, okay, dass der schön heiß wird. Und dann machst du danach nochmal einen Lauf und guck, ob wir die Leistung nochmal überschlagen können. Alles klar. So, wir sind jetzt in Warm-up. Mal gucken, ein bisschen. Wie gesagt, der Stand war wirklich lang. Mal gucken. Das nicht mehr macht, aber im ersten Gang, beim zweiten konnte ich einmal kurz bis 7. Danach hatte mich bei 6,6 begrenzt. Was er jetzt macht. Da siehst du, über 7 dreht er, wenn er Bock hat. Krass. Aber dann hat er mich begrenzt in den nächsten Gang. Warum? Verstehe ich nicht. Tja. Warte, wir versuchen nochmal.
kommt er voll. Aber er schreit schon gut, ne? Der schreit gut. Welches Baujahr ist das? Oh, da fragst du, das ist glaube 2007. Krass. Irgendwie so, 2006, 2007. Also ist eigentlich schon fast ein Neuwagen für meine Verhältnisse. Mhm. Bin mal gespannt. Also ich guck mal, ich halte mal jetzt länger fest in der 5. Ich guck mal jetzt in den Test rein. So. Pedal to the metal. Dann gucken wir, dass wir mal bei 7 aussteigen. Aber wir fahren schon über die alte. Oh, Radleistung ist deutlich mehr. Ist echt deutlich mehr. Ich glaube, Marco hatte recht. Aber wie gesagt, der stand halt mega lange. Das können jetzt in der Dimension auch einfach diese Rollwiderstände sein, die ein bisschen weniger geworden sind, dadurch, dass jetzt alles mal heiß geworden ist. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, wir können Richtung 110 PS gehen. Was hat, aber Marco hat 109 gesagt. Ne? 110? Ja, komm. Ich habe 103 gesagt, Marco 110. Du bist ja schon mal raus mit 8. Ja, du bist immer noch am nächsten dran. Ne? Ich sag sogar, wir sind bei einer relativ identischen Leistung wie zum ersten Test. Ja. 101,9, du hast recht. Das ist krass, auch nur so. Aber 130 Newton. Haben 3 Newton mehr. Hab es ihm gedreht. Aber der zweite Lauf, siehst du, ist dem Ganzen noch mal ein bisschen Drehmoment gekommen und ein bisschen Leistung gekommen. Zwar nicht viel, aber... Aber ey, er macht seine 100 PS. Er ist, also 100 HP, passt. Hier möchte ich jetzt auch ganz klar auf deinem Kanal mal sagen, es wird so oft der Prüfstand angezweifelt. Ja, natürlich. Thema Mercedes hatten wir auf, Thema Porsche hatten wir auf. Halte ich für 1000 Sachen. Hier ist doch für mich wieder das beste Beispiel. Dieses Fahrzeug ist nach EWG korrigiert, also nach der korrekten Norm, und er hat 101 PS. Ja, was soll ich sagen? Ich hab leider auch immer, man bekommt ja vieles mit, auch an Kommentaren und so, wenn ich meine Autos hier, ne, so ein 2.7er hier messe, der mal 193 PS abgeliefert hat, wo ich mega stolz drauf bin, mega glücklich. Ah, damals hatten wir 250 PS und ich denke mir, ey, dann kommt doch mal hin und zeigt doch mal, weißt du, so, das Ding lügt einfach nicht, das schenkt auch nichts. Ich möchte das jetzt nicht loben, es ist einfach ein Prüfstand, der einfach die Wahrheit sagt. Und so ein Auto wird hier nicht 150 PS haben. So, weißt du, ich meine, passt schon. 100 PS, was willst du mehr? Also ich habe viele Messungen mitbekommen, auch von Serienautos, die wir auch mal hier versteckt auf Stickung gemacht haben. Und es hat ja immer gepasst, also deswegen. Aber ich bin mit den Ergebnissen top zufrieden. Also, kann man auch zufrieden sein, der Motor ist gut. Was mich aber interessiert, bleibt das so? Du hast jetzt ein Thema angesprochen. Ich mache jetzt nicht so ein Video, so ein Terrain und komme hier hin und wegen einem Video, weil theoretisch könnte ich sagen, fertig, Auto mache ich ein bisschen schick und komme weg. Aber das ist ja nicht der Fall. Es gibt noch viele Videos über das Auto. Denn die Motorleistung müssen wir ändern, weißt du, was ich meine? Sauger-Tuning ist teuer, sag ich dir. Ja, deswegen komme ich auch davon mal weg. Jetzt denkt ihr euch euren Teil. Sieht man das in den nächsten Videos? Auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, das Projekt zu sehen und vielleicht sogar begleiten zu dürfen. Auf jeden Fall, weil wir werden wieder hier hinkommen. Dann wird auf jeden Fall diese Kurve anders aussehen. Das verspreche ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für euren Support. Ihr seid echt die Geilsten. Alla prossima. Ciao.